Moin, herzlich willkommen zu weiterer Folge von Pausenmanador. In der letzten Folge haben wir diese wunderschöne Trainingstribüne angefangen, beziehungsweise die zweite für uns, weil die kleine wurde ja nebenbei noch gebaut. Aber ist ja auch egal. Da haben wir einmal das Fundament alles gemacht, Bodenabtrag und Trilala, beziehungsweise Material geholt. Und jetzt müssen wir das Erdgeschoss weiterbauen. Macht Sinn. Und dafür brauchen wir diese wunderschönen Baugerüste und Betonträger und Betonbauteile. Und ein bisschen Säulen gießen. Und noch Materialien auspacken. Heidenei. So viel Aufgabe. Mein Gott. So, und dann haben wir die Tribüne jetzt schon 16% abgeschlossen. Also fehlt noch einiges. Beziehungsweise nach der Tribüne kommen, glaube ich, noch zwei Aufgaben. Glaube ich. Oder? Doch. Ja, ich glaube, der Eingangsbereich fehlt noch irgendwie. Und der Platz logischerweise. Also dann haben wir noch ein paar Folgen zu tun hier. Mit der Themen verlangen wir jetzt für die Tribüne hier brauchen. Wie lange die anderen Aufträge da noch gehen. Ist ja dann auch noch so eine Sache. Aber okay, sehen wir da. Erst einmal muss der Kram hier mal gemacht werden. So, muss ich das auspacken oder? Nö. Okay. So, da brauchen wir Betonträger. Und Betonbauteile. Für Betonträger haben wir hier noch einen liegen. Beziehungsweise zwei, aber der andere liegt ganz unten. Brauchen aber auch nur einen. Zum Glück. Sonst wäre das schlimm gewesen. Ganz da hinten. Dann schlägt mal einmal schön an der Betonpumpe vorbei. Setzen das gute Stück dahin. Und dann brauchen wir noch zwei Paletten Betonbauteile. Liegen zwei Stück oben drauf. Wunderbar, Weltklasse. Das ist doch schon mal super. Als hätte ich es ahnen können, was wir vorher brauchen. Gut, vielleicht könnte ich auch im Auftrag nachgucken. Könnte sein. Weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Ne, eigentlich steht er immer nur. Oder? Steht da genau, wann ich welche Materialien brauche? Könnte sein, ne? Würde zumindest Sinn machen, wenn es da stehen würde. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist auch egal. Ich sehe es ja oben, wenn es angezeigt wird. Und dann ist ja auch egal. Oh, ich bin blöd. Toll. Das war eine bunte Hitze heute. Über 30 Grad. Heute mal. Gut, den nächsten Tag ist es dafür wieder etwas regnen. Also kühlt es dann wahrscheinlich wieder etwas ab. Aber zumindest haben wir mal einen Tag gehabt, wo es richtig heiß war. Gut, so heiß brauche ich es eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Also 3-4 Grad kälter fände ich auch nicht schlecht. Sagen wir so. Aber gut, was will man machen? Lieber so, als wenn es dann dauerhaft schüttelt und pisst und kalt ist und was weiß ich was, so wie im Winter halt zum Beispiel. Gut, haben wir einmal ausgepackt. Ja, ich räume gleich den Platz. Lass mich erstmal das andere noch auspacken. So. Wahrscheinlich muss ich jeden Platz räumen. Ach nee. Da ist die Betonpumpe nicht im Weg. Aber für die andere Seite. Beziehungsweise, warte. Aber jetzt habe ich extra die Betonpumpe auf die andere Seite gestellt, weil ich mir gedacht habe, komm. Hier steht es bestimmt nicht im Weg. Und was ist? Steht im Weg. Weil die scheiß Sachen auf der anderen Seite spawnen jetzt. Ach, hier wollten Strahlen. Kann doch nicht wahr sein. Sondern da hängt der Arsch ein bisschen im Weg. Ist ja okay. Abballern. Gut, zusammenklappen. Jo, okay. Ja. Dann lassen wir mal da stehen. Vielleicht stört es ja keinen. Vielleicht, vielleicht nicht. Gut, jetzt brauchen wir 6 Tribünenelemente. Also erst mal hier die 3, dann die 3. Und dann geht's weiter. Okay. Machen wir. Und da fällt noch das letzte Teil. Letztes schmale Stück schon hier, wenn wir es mal erwischen, bitte. So. Gut, also ich würde mal sagen, die Tribüne wird auf jeden Fall kleiner, was die Sitzflächen und so betrifft. Deswegen heißt es ja auch Premium Logen. Wenn da halt hauptsächlich Logen und Grafik kommt. Und wie sagt man dann da drüben? Eingangs.
Kommen hier von beiden Seiten theoretisch Spieler reingelaufen oder wie ist der Plan? Weiß man nicht. So, jetzt muss ich die Säulen gießen, die auch schon lange auf dem Plan stehen. Dann brauchen wir einmal die Betonpumpe. Stellen wir die wieder hier hin. Vielleicht darf sie ja jetzt auch stehen bleiben. Klappe auf. Einmal schön das Rohr hier über die erste Säule. Bitte. Danke. Gut. Und der Betonmischer. Okay. Und einmal gießen. Was kommt danach? Weiß keiner. Treffe ich überhaupt? Weiß keiner. Da kommt die hoch. Ah, okay, jetzt ist voll. Wahrscheinlich werden dann die anderen Wände kommen. Also die. Der sich Wände gießen muss. So, jetzt haben wir's. Vielleicht nicht. Lassen wir uns überraschen. So, passt das genau hier drüben? Nö, schade. Das heißt, sie stehen nicht ganz mittig. Das tut halt gerade von der anderen Seite auch nicht. Verstehe ich auch nicht so ganz. Mir aber auch egal. Solange er von nichts blockiert wird und überall gut hinkommt, soll mir das recht sein. Und jetzt soll ich da drüben mit dem Flutlicht auf einmal kollidieren. Das wäre nicht so schön dann. Achso, ist fertig. Hat schon gedacht, ob die Betonpumpe leer ist. Ah ja. Wie ich es mir gedacht habe, muss ich das Wände gießen. Alles klar. Dann lenkt mal los. Die Wände sind gegossen. Sehr schön. Okay, ich habe schon gedacht, ich muss noch weiter gießen. Wahrscheinlich beim großen Umfang hätte ich das wahrscheinlich machen müssen. Bereich räumen, warte. Machen wir sofort. So. Okay. Gut, jetzt müssen wir Material auspacken. Okay. Dann machen wir das doch ganz einfach mal. Das Baugerüst. Oh. Sogar auf der anderen Seite des Gebäudes. Das haben wir die vorhin eigentlich schon hingestellt, wenn die jetzt erst gebraucht werden. Keine Ahnung, ist mir auch egal. So, Gerüst Nummer 1 steht. Gerüst Nummer 2 steht auch. Sehr schön. Jetzt brauchen wir ein paar Deckenelemente. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ja, lass mich gerade 2 Meter zurückfahren. Dass der gerade nicht so weit schwingen muss. Weil ich glaube, das geht ein bisschen schneller, wenn ich einen LKW daneben dran stelle. Also bis ich den dahin gefahren habe, habe ich vielleicht ein Ding umgesetzt. Also deswegen. So. Und dann geht das Ganze ein bisschen zackiger. Jetzt ist schon wieder dunkel hier, mein Gott. Immer Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Aber es wird zum Glück nicht allzu dunkel. Und gerade mit dem Kran, da hat er kein Licht. Also ich muss ja auf das Licht achten. Also, ich habe ja nur das Licht, was da ein bisschen rumsteht, die Flutlichter da. Das ist ja nix. Ja, der Kran, der hat einfach ein riesengroßes Flutlicht. Weiß auch keiner. Perfekt. Jetzt hör auf zu drehen. Aua. Gut. Wahrscheinlich muss ich dann die großen Deckenplatten setzen und dann Decke gießen. So gut kenne ich mich mittlerweile eigentlich schon aus. Also es würde zumindest Sinn machen, wenn wir das so machen müssten. Was müssen wir jetzt machen? Auspacken. Okay. Und dann wahrscheinlich steht der LKW im Weg. Wollen wir wetten? Hinten Bereich. Gut, ich stehe im Weg und der Auflieger steht im Weg. Okay. Da
Wahrscheinlich so ein Rad irgendwo drin steht. Ja. Aber ganz, ganz knapp. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Einmal Denkelement platzieren. Ah, es gibt noch was. 24 Stück. Kann mich verarschen. Ja gut, okay, die Fläche ist schon recht groß. Oh ja. Dann würde ich aber mal sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Ja. Gut, 37% haben wir jetzt schon. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal Obergeschoss. Wahrscheinlich danach dann gießen. Ah, ich hätte mal so zwei Folgen oder so noch. Halt noch machen müssen. Aber gut, was ist jetzt das mit Deckenelementen? Plattenfundament gießen jetzt, okay. Nö, danke. Jetzt machen wir nichts vergessen. Ich würde sagen, Folge reicht für heute. Ist ein bisschen kürzer. Aber ich habe dann die Zeit nicht so ganz zum großartigen Aufnehmen. Durch die Farm können jetzt auch und so. Ist natürlich das Wochenende weg gewesen. Aber gut, kriegen wir alles. Nächste Folge geht es dann weiter mit dem Bohrgeschoss. Und dann bauen wir die Tribüne Stück für Stück hier weiter. Denn ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und bis nächste Folge dann. Tschüss.